ganz wie in Ihrem Demokratiefördergesetz, das Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsschwelle ins Visier nehmen will. Erkennen Sie, dass das Geist ist von Ihrem Geist oder Ungeist? Finden Sie das verhältnismäßig? Herr Abgeordneter Curio, Sie machen wiederholt etwas. Das Demokratiefördergesetz schränkt niemandes Meinung ein. Das will ich noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn Sie glaubhaft jede Form von Extremismus bekämpfen wollen, dann können Sie diese Hetze gegen die Schwächsten unserer Gesellschaft nicht dulden. Wann gehen Sie endlich gegen Herrn Böhmermann und das ZDF vor, die solch unsägliche Hetze verbreitet haben? Also, Herr Kollege, ich stelle immer wieder fest, dass gerade die AfD auf Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit Wert legt. Aber dann, wenn Ihnen die Meinung nicht passt, dann fordern Sie mich auf, dagegen etwas zu tun. Frau Ministerin Faeser, Sie planen in Ihrem Maßnahmenpaket massive Grundrechtseinschränkungen. Missliebige Beamte sollen ohne gerichtlich nachgewiesenen Anlass aus dem Dienst entfernt werden können. Rechtsstaatswidrige Beweislastumkehr. Beim angeblich hehren Kampf gegen sogenannte Desinformation maßen Sie sich eine staatliche Autorisierung zur Feststellung von richtigen und falschen Meinungen an. Verstoß gegen Artikel 5 Meinungsfreiheit. Lokale Ämter sollen unerwünschte Zusammenkünfte verhindern. Verstoß gegen Artikel 8 Versammlungsfreiheit. Personen in einem bloßen Verdachtsfall, gerade ohne Schuldfeststellung, sollen minderberechtigt werden. Verstoß gegen das Prinzip in dubio pro reo. Die Ermächtigung zu Finanzermittlungen sollen von ihrem Anlass Volksverhetzung und Gewaltorientiertheit ausgeweitet werden auf Begriffe wie Aktionspotenzial oder gesellschaftliche Einflussnahme, flankiert von einem freihändig erfundenen Label Staatswohlgefährdung, Verstoß gegen das Bankengeheimnis. Zahlreiche juristische Stimmen aus In- und Ausland kritisieren diese Pläne scharf. Nehmen Sie diese Stimmen ernst oder wollen Sie weitermachen wie bisher mit solchem Grundrechtsabbau? Herr Abgeordneter, der Versuch, den Kampf gegen Rechtsextremismus als Eingriff in die Meinungsfreiheit zu diskreditieren, ist eine Verdrehung der Tatsachen und weise ich aufs Schärfste zurück. Wir bekämpfen Hasskriminalität und ich hoffe, dass Sie Hasskriminalität, die zu mörderischer Gewalt führt, wie zum Beispiel zum Mord an Dr. Walter Lübcke, genauso ablehnen wie wir alle hier im Haus. Insofern bitte ich Sie doch darüber nachzudenken. Und ich finde es auch interessant, dass ausgerechnet Sie über Meinungsfreiheit reden, wenn ich doch einmal zitieren darf, was der Vizevorsitzende der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Herr Till Schneider, gerade gesagt hat. Er hat gesagt, ich formuliere, ich wäre froh, wenn unsere Regierung unsere Interessen so wahren würde, wie Putin das Interesse des russischen Volkes, meine Damen und Herren. Wenn Sie das unter Meinungsfreiheit verstehen in Ihrer Partei, dann verstehe ich Ihre Frage, aber weise sie aufs Schärfste zurück, meine Damen und Herren. Herr Curio, Sie haben eine Nachfrage? Bitte sehr. Ja. Ihre verfassungswidrigen Pläne sollen ja unter dem Tarnbegriff Bekämpfung von Rechtsextremismus eingespielt werden, oft auf Kampf gegen rechts, also gegen die Opposition. Ihr Verfassungsschutzpräsident meint ja ganz offen in grotesker Amtsverkennung, verbale und mentale Grenzverschiebungen kontrollieren zu sollen, ja sogar Denkmuster in unserer Sprache. Jüngst wurde eine unbescholtene Schülerin politisch motiviertem Mobbing ausgesetzt, vor ihrem sozialen Umfeld einer Gefährderansprache zugeführt, ganz wie in Ihrem Demokratiefördergesetz, das Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsschwelle ins Visier nehmen will. Erkennen Sie, dass das Geist ist von Ihrem Geist oder Ungeist? Finden Sie das verhältnismäßig? Herr Abgeordneter Curio, Sie machen wiederholt etwas. Das Demokratiefördergesetz schränkt niemandes Meinung ein. Das will ich noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Sie können auch gerne die Äußerungen vom Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Herrn Schuster, dazu lesen, der dringend dazu auffordert, dass dieses Gesetz endlich auf den Weg gebracht wird. Und entgegen Ihrer landläufigen Meinung ist das Demokratiefördergesetz ein Gesetz, was Initiativen aus der Zivilgesellschaft fördert, die beispielsweise gegen Islamismus arbeiten, gegen Linksextremismus und ja auch gegen Rechtsextremismus. Und deswegen wäre es schön, wenn dieses Gesetz endlich auf den Weg gebracht würde. Vielen Dank. Ja, Frau Ministerin, die Planungsbeschleunigung hat ja dazu geführt, dass wir ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven haben, was in Australien aus Umweltgründen abgelehnt worden ist, wo wir bis zu 480 Millionen Liter Einleitung von Chlorwasser täglich haben. Der Landesfischereiverband sagt dazu, die natürlichen Aufwuchsbedingungen für junge Muscheln haben sich selbst im Nationalpark inzwischen derart verschlechtert, dass eine wirtschaftlich tragfähige Muschelfischerei kaum noch möglich ist. Alle anderen LNG-Terminals kommen ohne Chlor aus.
Wann wird dieser Fehler aus der Planungsbeschleunigung endlich ausgeglichen? Wann sorgen Sie dafür, dass die Umweltsauerei der Chloreinleitung in Wilhelmshaven beendet wird? LNG-Beschleunigungsgesetz hat in diesem Bereich keinerlei Standardabsenkung vorgenommen. Das heißt, alle Einleitungsgesetze müssen auch für dieses LNG-Terminal beachtet werden. Das sind die Genehmigungen, die vor Ort erteilt werden müssen und auch die Aufsichtsbehörden, die dies vor Ort überwachen müssen. Wenn es dort Schwierigkeiten gibt, müssen die vor Ort behoben werden. Das Gesetz lässt hier keine leichteren Spielregeln zu, als vor der Novelle des LNG-Beschleunigungsgesetzes gegolten haben. Ja, Frau Ministerin Lemke, die ECH hat in Bezug auf das geplante PFAS-Verbot die Kommentare enthalten. Es ist eine Rekordzahl von Kommentaren bei der ECHA eingegangen, die derzeit geprüft werden. Es geht um die Einschränkungen dieser sehr stoffumfänglichen Produktgruppe der poly- und perfluorierten Alkylsubstanzen, die in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Elektronik, medizinische Gerätschaften, Medikamente, Konsumgütern, erneuerbare Energien und in der chemischen Industrie zum Einsatz kommen. Die Frage ist natürlich jetzt an Sie und die Bundesregierung. Wird die Bundesregierung an ihrer Einstellung zu einem Komplettverbot der Stoffgruppe der PFAS festhalten? Oder wie wird man diesen Prozess, der bei der ECHA jetzt derzeit läuft, weiter begleiten? Für die nicht aus dem Umweltbereich stammenden Abgeordneten, damit ist die europäische Prüfbehörde, die sich mit solchen Verfahren beschäftigt, gemeint, die gegenwärtig auf Initiative von 5 europäischen Mitgliedstaaten, also den Umweltbehörden aus diesen europäischen Mitgliedstaaten, eine Regulierung für PFAS prüft, weil in der Tat eine Gesundheitsgefährdung unserer Bevölkerung durch diese Substanzen, die sich sehr breit in der Natur und auch weiter darüber hinaus wiederfinden, inzwischen vorliegt. Und ich danke Ihnen für die Frage, weil es mir die Möglichkeit gibt, mit der Falschinformation eines Vorschlages für ein Komplettverbot aufzuräumen. Das hat es nie gegeben. Das hat es vom Deutschen Umweltbundesamt und auch von den anderen Behörden nicht gegeben, sondern in dem Regulierungsvorschlag ist von vornherein vermerkt, dass es im Moment nicht ersetzbare Produkte mit PFAS gibt, die für uns aber essentiell sind, zum Beispiel in der Medizin, und dass man deshalb einen differenzierten Regelungsvorschlag braucht. Und daran arbeitet die ECHA jetzt, die dann einen Vorschlag an die Europäische Kommission übermitteln wird, mit dem sich dann die Kommission und infolgedessen die Mitgliedstaaten beschäftigen werden. Herr Kraft, haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, danke. Danke auch für die Erklärung. Ihre Äußerung deckt sich ja eins zu eins mit der Äußerung des Bundeswirtschaftsministers, der schon auf spezielle Ausnahmen hingewirkt hat, nämlich namentlich diejenigen, die zu ihrer Politik passen, namentlich zu ihrer Energiepolitik. Nun ist es aber tatsächlich so, dass der Nationale Wasserstoffrat gesagt hat, dass bei einem Verbot von PFAS im Bereich der erneuerbaren Energien sämtliche Technologien wie Elektrolyseure, Brennstoffzellen, Lithium-Ionen-Batterien und andere überhaupt nicht mehr angewandt werden können. Stehen Sie weiterhin zu dieser Art von Zwei-Klassen-Rechtsprechung, dass Sie für Ihre Politiken Ausnahmen wollen, diese aber der allgemeinen Industrie vorenthalten? Die Rede, Fragezeit, bitte, Frau Ministerin. Ich bedanke mich erneut für die Gelegenheit, mit Falschinformationen aufzuräumen. Es geht um einen differenzierten Regelungsvorschlag der Produkte, die essentiell sind und bei denen es bisher keine Ersatzstoffe für PFAS gibt, ermöglichen muss. Wenn wir zum Beispiel in der Medizin oder im Löschbereich für Feuerwehrleute bisher keine Ersatzprodukte haben, dann müssen wir dort in Kauf nehmen, dass PFAS weiter eingesetzt werden, bis Ersatzprodukte entwickelt worden sind. Und so sieht der Vorschlag, den das BMUV bzw. das Umweltbundesamt an dieser Stelle, nicht das Ministerium, eingereicht hat. Frau Ministerin, Sie haben ja gesagt, Sie wollen jede Form von Extremismus bekämpfen. Jan Böhmermann sagte im ZDF, ich zitiere, um Sie herum lauern zurzeit gefährliche kleine Mikroorganismen, die einen krank machen wollen, Kinder. Was Ratten in der Pest waren, sind Kinder zurzeit Wirtstiere. Wenn Sie glaubhaft jede Form von Extremismus bekämpfen wollen, dann können Sie diese Hetze gegen die Schwächsten unserer Gesellschaft nicht dulden. Wann gehen Sie endlich gegen Herrn Böhmermann und das ZDF vor, die solch unsägliche Hetze verbreitet haben? Also, Herr Kollege, ich stelle immer wieder fest, dass gerade die AfD auf Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit Wert legt. Aber dann, wenn Ihnen die Meinung nicht passt, dann fordern Sie mich auf, dagegen etwas zu tun.
Das finde ich sehr spannend. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen unterliegt nicht meiner Kontrolle und ich werde mich natürlich nicht einmischen. In einem Rechtsstaat, in einer freien Demokratie darf dort gesendet werden, was dort entschieden wurde und durch die dortigen Kontrollgremien geht. Und dort findet auch die entsprechende Kontrolle statt. Und deswegen werde ich natürlich mich nicht zu irgendwelchen Satiresendungen äußern oder gar Einfluss nehmen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Nachfrage zulassen. Frau Ministerin, ich bin konsterniert, dass Sie noch nicht mal im Ansatz die Kritik verstehen, die hier aus verschiedenen Reihen kommt, an Ihrer Position als Innenministerin, als Verfassungsministerin, das Thema Meinungsfreiheit betreffend. Sie selbst haben davon gesprochen in Ihrer Pressekonferenz, von der Verhöhnung des Staates, die Sie mit einem starken Staat angreifen wollen, also von Dingen, die unterhalb des Strafrechts liegen. Das ist doch ein Problem. Die Kritik kommt eben nicht nur aus der AfD, jetzt kommt sie auch aus der Union. Das ist auch dankenswert, dass es so ist. Sie kommt aus Ihren eigenen Reihen. Ihr ehemaliger SPD-Minister aus Mecklenburg-Vorpommern, Herr Brotkorb, formuliert diese Kritik genau auch aus Ihren eigenen Reihen, hier aus der Koalition. Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich ihn selbst. Er sagte nämlich, Herr Kubicki, ich hätte mir nie träumen lassen, dass eine sozialdemokratische Innenministerin selbst zu einer Gefahr für die Demokratie wird. Nehmen Sie dieses Thema immer noch nicht ernst? Also ich will es noch mal sagen, es gibt keine Grundlage dafür. Selbstverständlich kann man den Staat verhöhnen, eine Regierung kritisieren. Das ist von der Meinungsfreiheit in Deutschland gedeckt und das kann man unter Artikel 5 des Grundgesetzes subsumieren. Ich sprach von Hasskriminalität, die zu Gewalt führt, und das habe ich ausdrücklich in dieser Pressekonferenz auch gesagt und habe es mit dem Beispiel unterlegt, nämlich die zu Gewalt beispielsweise zum skrupellosen Erschießen von Dr. Walter Lübcke, dem ehemaligen Regierungspräsidenten in Hessen und ich würde sagen auch wirklich guten Bekannten von mir geführt hat. Das bekämpfen wir und das obliegt einer Verfassungsministerin, den Staat vor so etwas zu schützen, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, Faeser, wir müssen in Bezug auf die Extremismusbekämpfung in unserem Land Folgendes konstatieren. Eine mit Haftbefehl gesuchte RAF-Terroristin schafft es jahrelang völlig unerkannt und unbehelligt von unseren Sicherheitsbehörden, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Sie wird erst von Journalisten entdeckt, die in öffentlich zugänglichen Quellen recherchieren. Die linksterroristische Vulkangruppe begeht seit 2011 massive Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur und innerhalb dieser 13 Jahre ist bisher noch nicht einer dieser Linksterroristen identifiziert, geschweige denn festgenommen worden. Im Bereich Rechts, Kampf gegen Rechts, sieht das Ganze anders aus. Da ist es im Land mittlerweile so, dass eine 16-jährige Schülerin vom Schuldirektor und von der Polizei in inakzeptabler Weise behandelt wird, weil sie nämlich auf legitime Art ein Schlumpfvideo bei Social Media teilt und weil sie der Auffassung ist, dass Deutschland mehr als ein Ort, nämlich auch Heimat sei. Frau Ministerin, können Sie nachvollziehen, dass eine Bundesinnenministerin, die überall vollmundig verkündet, sie würde gegen alle Extremismusformen gleichermaßen vorgehen, dann aber im praktischen Doing auf dem linken Auge blind ist und vor allem beim Kampf gegen rechts nahezu jede rechtsstaatliche rote Linie reißt, dass die bei einer immer größeren Zahl von Bürgern in unserem Land auf Ablehnung stößt? Herr Abgeordneter Hess, das wird nicht besser, wenn Sie das immer wieder behaupten. Dem ist nicht so. Ich trete dem nochmals entschieden entgegen. Wir bekämpfen alle Formen des Extremismus. Und soweit ich informiert bin, kommen Sie ja selber aus dem Ermittlungsbereich. Und ich bin mir sicher, dass Sie nicht den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, in den zuständigen Ermittlungsbehörden unterstellen wollen, dass Sie nur einseitig unterwegs sind. Ich tue das nicht. Ich finde, dass unsere Strafverfolgungsbehörden sowohl in den Ländern als auch im Bund einen sehr guten Job gegen alle Formen des Extremismus tun. Und deswegen haben wir ja auch die Erfolge bei der ehemaligen mutmaßlichen RAF-Terroristin und auch in anderen Bereichen. Und ich finde schon bezeichnend, dass Sie mir hier Beispiele vorstellen, wo jahrelang nichts passiert ist, aber beim NSU-Terror, wo auch jahrelang nichts passiert ist und Rechtsterroristen untertauchen konnten, das erwähnen Sie nicht mit. Also wenn schon, dann gilt Gleichbehandlung gleichermaßen. Ich finde jedenfalls die Arbeit der Ermittlungsbehörden in den Ländern und auch im Bund sehr gut aufgestellt und keine dieser Behörden ist auf irgendeinem Auge blind. Herr Hess, Sie haben eine weitere Nachfrage, sehe ich bitte. Ich habe als Opposition auf bestehende Missstände hinzuweisen und in diesem Zusammenhang muss ich darauf hinweisen, Frau Ministerin, dass Sie die Hüterin des Grundgesetzes und damit auch der Meinungsfreiheit sind. Und deshalb die klare Frage, halten Sie es tatsächlich für rechtmäßig, dass
eine 16-jährige Schülerin aus dem Unterricht geholt wird und aufgrund einer legitimen Meinungsäußerung. Sie hat keinen Straftatbestand begangen, erfüllt. Sie hat keinen Bußgeldtatbestand erfüllt. Sie hat keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dargestellt. Von der Polizei ohne Anwesenheit der Eltern eine Gefährderansprache erhält? Oder ist es nicht vielmehr so, dass es sich hier um einen unzulässigen staatlichen Eingriff handelt, der klar verurteilt werden muss? Herr Hess, ich äußere mich nicht zu Einzelfällen, weil ich den Einzelfall nicht kenne. Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir einen Brief, weisen darauf hin, wo das passiert ist. Ich weiß gar nicht, welche Ermittlungsbehörden es betrifft. Und ich will noch mal darauf hinweisen, das wissen Sie doch. Ich habe doch keine Dienstaufsicht über die Ermittlungsbehörden in den Ländern. Also insofern, es geht hier auch nicht um persönliche Meinungen. Ich werde hier keine persönliche Meinung über einen Fall äußern, den ich nicht kenne. Wie gesagt, schreiben Sie mir, dann kümmere ich mich darum und dann werde ich Ihnen auch eine Einschätzung dazu geben. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin Faeser, ich will noch mal auf eine Sache rekurrieren. Sie haben jetzt gesagt, es gibt da keine Prioritätensetzung. Es gibt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag. Da geht es auch um die Finanzierung von Initiativen. Und da steht, ich zitiere, es gibt eine grundsätzliche Neutralitätspflicht des Staates gegenüber Parteien, die es dem Staat untersagt, vorgefundene Unterschiede zwischen den Parteien zu vergrößern. Eine Unterstützung von Initiativen, die sich gerade gegen bestimmte Parteien richten, zielt jedoch ab, die Unterschiede zu vergrößern und den freien Wettbewerb zwischen den Parteien zu verzerren. Aus Rücksicht auf die Chancengleichheit dieser Parteien ist es eigentlich Ihrem Ministerium nicht gestattet, wie in den vergangenen Wochen und Monaten, Initiativen zu unterstützen, die sich ausnehmend gegen die AfD richten, ausnehmend gegen die AfD, und noch als Grund heranführen, eine völlig herbeigelogene Situation wie die in Potsdam. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Sie müssten doch realisiert haben, dass sich von diesen Vorwürfen aus Potsdam überhaupt nichts halten lässt. Herr Abgeordneter, gut, dass Sie mich noch mal auf das Treffen in Potsdam ansprechen. Dann kann ich das hier noch mal sagen, wie inakzeptabel ich es in einem Rechtsstaat finde, dass Menschen sich treffen unter anderem unter Beteiligung der AfD und darüber Entscheidungen treffen oder sich verabreden wollen, vermeintlich dazu, einen Großteil unserer Bevölkerung nur aufgrund ihrer Herkunft aus unserem Land auszuweisen. Das verstößt gegen unsere demokratische Grundordnung und ist völlig inakzeptabel.